Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit beim Ansehen dieser Predigt. So. Hier stehen wir. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Hier, guck mal. Ja, euch interessiert sicher, wer ist dieser Thomas Steinlein? Du bist in Chemnitz geboren und lebst schon viele Jahre jetzt in Hamburg, bist von Geburt an blind und hast mit 6 Jahren Klavierunterricht bekommen, bis dann, so schreibst du in deiner Presseerklärung, dank Disziplin und Begabung an der Hochschule für Musik Franz Liszt gelandet. Was empfindest du als Blinder als größtes Manko? Irgendwas an? Ja, Massa. So, Massa. Ah, der Massa. Jetzt. Also im Hinblick auf dein Blindsein. Also ist es gab eigentlich nur mal eine Zeit, ehrlich gesagt, habe ich mich mit den Mankos gar nicht so sehr beschäftigt. Tatsächlich so in meinem Leben, dass ich habe natürlich den Vorteil, hier in Mitteleuropa leben wir nämlich alle sehr gut, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, aber egal ob blind oder nicht, wir leben sehr gut hier. Mhm. Und ja, es gab mal eine Zeit, als meine Freunde praktisch auf ihr erstes Moped und ein Motorrad gestiegen sind. Ja, das war mal so eine kurze Zeit. Da habe ich gedacht, okay, das wäre natürlich auch super. Mehr als Auto sogar. Erzähl uns die positiven Seiten. Ja, da komme ich jetzt dazu. Ich kann dann einfach dann habe ich erkannt, wie schön das ist. Ich kann einfach mitfahren und die bezahlen den Sprit. Also das ist da auch gut, ne? Das ist jetzt positiv wieder, ne? Also insofern war das schön. Ich hatte viele Kumpels aus dem Motorradclub und so und bin ich einfach mitgefahren. Das war schön. Musik ist ja, gehört voll zu deinem Leben, ne? Schon von klein auf, seit vielen Jahren. Was bedeutet Musik für dich? Also, das ist sehr allumfassend. Es ist natürlich also Hobby, Beruf, alles, Leben, das ist ein Glücksfall, dass man das, was man sowieso gern macht, machen darf. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz unanstrengend, also man muss sich schon mal anstrengen auch, aber es ist natürlich ein Glücksfall und Musik ist natürlich ein maßgeblicher Teil und da das dann auch gleichzeitig mein Hobby ist, ist das schwer zu trennen. Also, und ich habe natürlich noch ein paar andere Hobbys, Schwimmen und so, aber es nimmt schon einen großen Raum ein. Und es ist eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, auch Botschaften zu vermitteln, ohne manipulativ zu werden gibt es natürlich gibt es auch manipulative, agitatorische Musik, sowas nennt man das auch, aber das war nie mein Fall, also es soll natürlich irgendwie auch was ausdrücken und was ich denke und glaube und hoffe, aber Musik hat eben so den Vorteil, man kann das gut verpacken und ein Song ist einfach was sehr Schönes. Also wie andere vielleicht ein Bild malen, so stellt man einen Song her oder komponiert das und wenn es fertig ist und wirklich dann auf Band ist und klingt, ist schon toll. Ja, Thomas, ich habe mich gefragt, wenn du von Geburt an blind bist, wie gelingt es dir, ein Klavierstück von Bach oder Beethoven oder jetzt deine eigenen Stücke, da hast du es ja selber erfunden, aber andere Stücke zu spielen, die du nicht kennst, wie übt man das ein? Das gibt Blindennotenschrift und die muss man dann auswendig lernen. Also man liest das, hört das innerlich und muss das dann auswendig lernen. Aber auch das ist bei sehenden Konzertpianisten ja so, die haben ja dann auch keine Noten mehr. Die haben ein fotografisches Gedächtnis oder die müssen das innerlich hören. So ist das mit der Punktnotenschrift auch. Ist ein bisschen komplizierter, man muss erst die eine Hand, dann die andere und muss das im Kopf zusammensetzen. Aber es gibt das, ne? Die ganze Klassik ist auch in 100 Jahren, sagen wir mal, aufgearbeitet worden, auf Matrizen und gedruckt worden in Punktschrift. Also da gibt es sehr viel in den blinden Büchereien. Okay. Wenn ich mir die Titels deiner CDs anschaue, dann lese ich da Locker im Herrn, Lizenz zum Beten, Wenn der Jubel rollt, Zwischen Himmel und Herde, Vom Segen in die Taufe, One Life Stand, Nichts ohne dich. Da habe ich so die Vermutung, dass du ein Mensch bist mit viel Humor. So habe ich es auch gestern Abend erlebt. Welche Rolle spielt der Humor in deinem Leben? Ja, das ist großen, ne? Also das ist ja schön, wenn man, also Humor kann ja auch Dinge auf den Punkt bringen, ohne mit dem Zeigefinger gleich
so kommen zu müssen. Und das finde ich eine sehr gute Art. Also es gibt ja auch Kabarettisten, da merkt man so ihre politische Ausrichtung, da wird es agitativ wieder, das mag ich nicht so. Ich mag schon die, also natürlich müssen sie eine Position haben, aber wenn es einfach humorvoll und liebevoll, also Humor und Liebe muss zusammenkommen und dann macht das ja auch Spaß. Ne? Also ich finde das toll, ein tolles Medium, auch Nonsens-Sachen, ja, ich glaube, das ist einfach das Leben. Es gab mal so ein Lied, da hieß, Polizisten rauchen harte Sorte, denn das Leben ist schon hart genug. Wir können ja auch ein bisschen mal ein paar Jokes machen. Ja. Also es gibt ja schon auch im Leben so Punkte, ja, wo einem nicht so zum Lachen ist. Das kenne ich natürlich auch. Ist ja nicht die ganze Zeit irgendwie nur, also es soll ja kein Verdrängungsmechanismus sein, ja. Du bist Mitte der 90er Jahre Christ geworden. Kannst du uns darüber was erzählen? Wie war das? Ja, also es war ungefähr, vielleicht geht es dem einen oder anderen heute auch so, ich hatte vorher nicht viel mit Christsein, kannte schon ein paar Christen, aber die taten mir eher leid, muss ich ehrlich sagen. Naja, man weiß mal, was alles nicht geht und irgendwie waren das auch manchmal echt, also Lebensfreude, da hätte ich so ein bisschen mit Nietzsche sein, wenn die Erlöster aussehen würden. Also manche müssen ja ihr Gesicht informieren, sagte Maria Prehn mal, damit dass sie Freude haben dürfen und Lust am Herrn. Das habe ich da erlebt. Ein Freund von mir hat mich eingeladen in gut dosierten Abständen, mit dem haben wir zusammen Musik gemacht und er hat mich immer in so eine Freikirche, so ähnlich wie hier, so eingeladen, die waren in so einem Neubau. Und ich bin hingekommen eigentlich nur aus Höflichkeit, weil ich dachte, ich muss es mal hinter mich bringen. Ich kann ja nicht immer Nein sagen, ja, das ist ja auch blöd. Mochten den ja auch, also wir mochten uns auch und waren befreundet und dann bin ich eben mal mitgegangen. Was ich nicht wusste, ist, dass Gott da auf mich gewartet hat und dass dann, ich muss das kurz mal, es war wirklich eine Blitzbekehrung. Ich bin in die Räume gekommen und noch vor dem Gottesdienst wusste ich, dass das jetzt mein Leben bestimmen wird mit Gott. Das kann man nur Offenbarung nennen. Viele sagen, oh, ist das arrogant, er hat eine Offenbarung, das klingt arrogant. Das ist genau das Gegenteil, zu einer Offenbarung kann man nämlich selbst gar nichts beitragen. Die muss man kriegen als Geschenk oder nicht. Also das, da kann ich habe auch nicht gesucht, ich hatte auch keine Fragen, mir ging es auch nicht schlecht oder so, ne, wie man das oft hört in Evangelisationsschlagern, Thema Humor, ne, wir hatten es gestern. Wie war das? Komm und werde Christ, bevor es zu spät ist? Ja, ja, genau. Was ist, wenn, ja, die Strophe war, was ist, wenn auf dem Weg zur Arbeit dir die U-Bahn heute entgleist oder dich ein Hund in deine Halsschlagader beißt? Ja? Komm und werde Christ. Ne? So, also bei mir, das war noch bevor jemand dieses Lied singen konnte, war ich schon sozusagen bekehrt und bin dann in den Gottesdienst so als Christ schon rein, war noch nicht offiziell bekehrt, aber im Herz schon. Ne? So, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und dann ging es weiter mit den Fragen. Was hat sich denn durch deinen Glauben jetzt verändert danach? Also du sagtest, du hast dieses Haus betreten und dann warst du, war dir klar, ich bin Christ, Gott liebt mich und so, aber was hat sich verändert? Ach, alles. Also das ist ja die ganze Sichtweise. Also vorher war ich so ein bisschen, natürlich, man läuft durch die Welt und ist ein netter Mensch, ne, auch irgendwie, oder bemüht sich, wie das, und dann merkt man, ach, so nett bin ich ja doch nicht, oder gibt es da noch Ansatzpunkte. Aber nicht nur das, sondern dass ich einfach weiß, bei mir waren es so zwei Kernpunkte. Gott arbeitet ja mit jedem anders, aber das einer der ersten Gedanken war zum Beispiel, jetzt wird sich alles ändern, ich werde nie alleine sein, also egal wo ich auf der Welt bin, irgendwo wird es immer Christen geben. Das war so das Erste, ich habe gemerkt, ich gehöre zu einer Riesenfamilie. Das Zweite war, ich weiß noch, wir haben als Student, ist das, man kennt das aus dem Arbeitskollegium, im Studentenclub abends, da wurde viel geredet, meistens über die Musiker, die gerade nicht anwesend waren. Also musste man gucken, dass man selbst möglichst oft da ist, damit es eigentlich so erwischt. Und dann hat man dann immer so mitgemacht, so ein bisschen. Und ich habe mich da nie so wohl gefühlt. Und dann hat mir Gott irgendwann gezeigt, ja, das ist, weil du da nicht hingehörst. Nicht jetzt wieder, weil ich arrogant bin und sage, oh, du bist was Besseres. Und du, sondern weil Gott gesagt hat, du hast es nicht nötig, deinen Wert aus wirklich, natürlich macht man auch mal Witze über andere oder nimmt mal eine Leute hoch. Also das natürlich auch als Christ, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber ich meine so dieses böswillige, verletzende,
mobben lässt, dann ne, irgendwie irgendwann, ne, wo der andere dann eben nicht mehr lachen kann oder irgendwie nicht da ist oder sich wehren kann, solche Dinge. Ne? Und da hat Gott mir gezeigt, das hast du nicht nötig. Also dein Wert bestimmt nicht das, dass du dich über andere irgendwie erheben musst. So, das waren so die zwei ersten Gedanken, dann hat sich das ganze Leben ändert sich um 180 Grad. Ne? Das würde jetzt sehr weit führen. Jetzt bist du ja von Geburt an blind und mancher der Christen vielleicht auch heute fragt sich, hast du jemals um Heilung gebetet oder gab es eine Zeit, wo andere dich angesprochen haben, so nach dem Motto, Gott könnte dich doch heilen, wie ist das? Ja, also das passiert andauernd, dass Leute mich ansprechen. Das stimmt auch, der könnte mich heilen, ja. Davon bin ich fest überzeugt. Nur er muss das schon machen, ja. Also das ist bei mir auch so, das liegt eigentlich nicht an den Augen, sondern eher an der Zuleitung zum zentralen Nervensystem. Natürlich sind die Augen jetzt auch, die sind ja nicht entwickelt, aber die wären sehfähig und liefern auch Signal ab hinten sozusagen am Sehnerv, aber da kommt nicht alles an. Ich sehe also nur hell und dunkel. Beten. Ich habe es jetzt aber nicht ständig, ich konzentriere mich jetzt nicht ständig auf das Defizit und wache jeden Morgen auf und sage, oh Herr, wann endlich oder so. Nein, so nicht. Ich will auch nicht nachlässig sein, muss auch zugestehen, wenn wir in Brasilien im Slum leben würden, wäre wahrscheinlich doch noch eine andere Gebetsnot. Ja? Und dann wären auch nicht die Möglichkeiten so beruflich und so da unbedingt wie hier. Man muss sich mehr durchbeißen, das kann auch mal Vorteile haben, aber es ist... ja, so bete ich also und wir beten auch im Ältestenrat und erwarten auch von Gott, also ich bin der Letzte, der da Nein sagt. Ne? Wenn jetzt gibt ja auch Leute, die sagen, ach, jetzt will ich gar nicht mehr. So dumm möchte ich nicht sein. Ich will's, vielleicht ist dumm jetzt auch anmaßen. Also manche haben sich so eingerichtet oder so, aber ich wäre nicht der Typ, ich würde natürlich sagen, her damit. Augen sind zum Sehen da, so hat Gott das ursprünglich gemacht. Ja, und so, also ich weiß, ich kenne ja auch Wunderheilungen bei anderen, habe ich wirklich erlebt, von schwerstem Krebs, von allem. Wir haben auch viele Leute sterben sehen schon, es ist irgendwie ein Geheimnis. Ja? Und im Moment kann ich eben noch nicht sehen, aber ich glaube, dass Gott das wirklich mit einem Wort tun kann. Das glaube ich. Ja. Du sprichst davon, dass du betest im Ältestenkreis und für dich persönlich auch. Wie hältst du es mit dem Gebet? Also hast du da feste Zeiten oder ist das irgendwie so im Laufe des Tages immer wieder mal? Wie hältst du es mit dem Beten? Ja, nun habe ich das Glück, Privileg, dass das auch mein Job ist und dass ich mein eigener Chef bin. Also ich bete, ich habe jetzt nicht so eine stille Zeit, so ganz lange still, sondern das verteilt sich tatsächlich über den Tag. Also ich bin jetzt auch nicht immer... Aber so in Gedanken, man kann das schwer erklären, irgendwie online schon immer und ich habe auch keine Angst vor Gott, also wenn man jetzt sagt, der sieht alles, ja, naja gut, dann muss er mit mir leben, ich meine, er sieht ja sowieso alles, also man kann ja gar nichts verstecken und da muss man sich dann drauf einlassen, muss denken, entweder das ist jetzt Stasi oder man sagt, oh, das ist ein Schutz für mich und ja, wie König David, der hat sich nie rausgeredet. Der hat viel Mist gemacht. Ich war das. Hilft ja sowieso nichts, Gott hat es gewusst. Also insofern nicht lapidar oder liberal, aber das ist, ich meine, er hat mich erwählt, das hat er gesagt. Ne? Und jeden von uns. Und so bin ich also immer so 24 Stunden. Manchmal braucht man tatsächlich auch so Blitzentscheidungen. Ich habe da so einen Verdacht, dass Gott wirklich auch ganz schnell in mir zu bestimmten Sachen redet. Und das ist so ein, ja, das ist für mich persönlich, wie er das tut, das kann ich jetzt schwer erklären. Aber da gibt es Antworten auch mal, so ganz schnell auch so, wenn man die wirklich braucht. Welche Tipps hast du für Menschen, die mit Gott leben wollen oder es schon tun? Was liegt bei dir da oben auf? Welche Hinweise würdest du geben, welche Tipps? Wie geht Leben mit Gott? Ja, spannend. Also erstmal sich darauf einzulassen, also mal zu glauben, dass das nicht irgendwelche Hirngespinste sind. Das tut man ja, tun ja andere auch in der Esoterik oder sonst was. Die müssen erstmal irgendwie einen Weg gehen, die müssen ja glauben. Sonst hat das so, also Gott zu glauben, dass es wirklich nur gut meint, das ist auch ein Geheimnis. Aber man kann das wirklich anstreben und Gott bitten, das ins Herz zu geben. Und dann
ist das Leben, das ändert sich. Also wirklich, da passiert ganz viel bei jedem anders. Aber was wirklich spannend ist und was man sich vorher hätte nie vorstellen können. Es ist nicht alles easy und wie gesagt, manchmal sind wir auch im Kampf mit Gott, weil denken, muss das jetzt so sein oder kannst du auch anders oder das geht Christen genauso auch nach 30 Jahren oder 40 und man sollte das auch mal einander zugestehen und nicht so tun, als ob. Das macht keinen Sinn. Also das Leben des Christen sollte kein schizophrenes Leben sein, irgendwie in zwei Welten oder irgend sowas und obwohl auch das nicht immer einfach, aber diesen Weg zu gehen mit Gott und an seiner Hand zu gehen und immer wieder zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein und ich glaube, dass du einen guten Lebensplan für mich hast. Das kann ich nur empfehlen und Leute suchen, die einem das auch erklären können und persönlich vorleben. Also ich glaube, nichts ist besser als deine Freundschaft oder jemand. Ja, dann gibt es natürlich Strukturen in der Gemeinde, Hausgruppen und so, ist alles gut, aber du brauchst irgendeinen Ansprechpartner, der, mit dem man auch irgendwie mehr reden kann, Freund ist und Freude und Leid teilen kann. Das kann ich nur empfehlen. Also es ist, ich hätte es ja früher nie gedacht, dass das tatsächlich möglich ist. Ich würde gerne noch ein bisschen was zum Thema Gebet sagen, aber ich danke dir schon mal für deine Art, deine offene Art, deine Art mit Humor Dinge zu sehen. Überhaupt, wer mit ihm zusammen ist, mit Thomas zusammen ist, der wird immer wieder feststellen, dass so Redewendungen dabei sind, wir sehen uns oder ich schaue mir das mal an und so weiter und du weißt genau, das geht nicht, aber trotzdem spricht das für dich, Thomas. Ich danke dir für den Moment. Bleib ruhig hier bei mir stehen. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Gebet in der Gemeinde. In den nächsten Wochen wollen wir da uns ja Zeit nehmen für. Etliche haben sich zu einem Bibelbuffet angemeldet. Es gibt einen Vers, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es, der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteilten Herzen vertrauen. Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Ich finde es klasse, dass Gott also die ganze Erde im Blick hat und dann die sieht, die ihm vertrauen. Und von daher ist, glaube ich, da der Schlüssel für uns alle. Wie können wir Gott erleben, indem wir jeden Tag wieder neu sagen, hey Gott, du bist da. Ich bin da und jetzt gehen wir gemeinsam in diesen Tag. Und es gibt so eine nette Geschichte, wie ich finde, von einem Müllwagenfahrer, der fand eines Tages in einem Müllcontainer einen Trinkbecher einer amerikanischen Fastfood-Kette und auf der war ein Gutschein aufgedruckt. Und da er eine Woche vorher so einen ähnlichen Gutschein bekommen hatte, wo er ein Sandwich gratis genießen konnte, hat er gehofft, dass er jetzt vielleicht diese Woche eine Portion Pommes oder eine Cola oder irgendwie was kriegt. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Gutschein einen Wert von $200.000 für den Bau eines neuen Hauses hatte. Und somit war dieser Müllwagenfahrer plötzlich überrascht und hatte die Chance, ein neues Haus zu bauen. Was wir vom Leben haben oder halten, hängt viel davon ab, ob unsere Erfahrungen, die wir machen, eher als Müll oder als kostbaren Schatz sehen. Ist es eher Müll, was uns passiert ist in dieser Woche mit den Problemen und all den Dingen, die vielleicht noch in unserem Kopf rumwabern, oder ist es eine Erfahrung, die uns bereichert? Und ich glaube, hier ist der Schlüssel zum Gebet auch in dem Moment, wo wir anfangen mit diesem Gott, der die ganze Erde im Blick hat und nach denen sucht, die ihm vertrauen, uns mit ihm in Kontakt begeben, durch Gebet zum Beispiel, ist es, glaube ich, ein ganz großartiger, heiliger, kostbarer Moment. Die Grundlage allen Betens ist, zu glauben, dass Gott uns in jeder normalen Situation erreichen und beschenken kann. In jeder normalen Situation unseres Lebens. Und manche sagen ja, na Gott kann mich so nicht segnen. Ich habe das gemacht oder ich will noch das und das erreichen. Da ist mancher jetzt gerade im Abiturstress, ja, oder schreibt Klausuren, hat eine Arbeit vor sich. Gott kann mich nicht segnen, weil ich habe ja noch so viel zu tun.
Oder die fromme Variante, die viele Christen dann haben, ist: Gott kann mich erst segnen, wenn ich noch mehr bete, wenn ich noch mehr Bibel lese, wenn ich noch mehr liebe, wenn ich es noch besser hinkriege, Menschen, die ich nicht mag, irgendwie zu akzeptieren. Und ich glaube, es ist falsch. Die Denkweise ist verkehrt. Nicht, weil ich noch heiliger, noch geistlicher, noch frömmer daherkomme, kann Gott mich segnen, sondern Gott segnet mich, Gott tut mir gut, da, wo ich bin. Und der Ort, wo du gerade bist, da ist ein Raum da, dass Gott dich beschenkt, dir gut tut. Das kann sein, dass du in einer ganz schwierigen Situation heute Morgen hierher gekommen bist und im Grunde genommen gar nicht genau weißt, was die nächste Woche ausmacht. Es kann sein, dass ein Thema wie ein Riesenberg vor dir steht und du gar nicht weißt, wie es hinter diesem Berg mit deinem Leben weitergehen wird. Es kann sein, dass du wirklich ganz viel Frust oder Enttäuschung oder irgendwelche Dinge, die dich emotional fordern, erlebst und du weißt nicht, was danach kommt. Gott sagt, der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Das bedeutet doch, dass wir jederzeit, in jedem Moment, ob es Tag ist oder ob es Nacht ist, mit Gott reden können über das, was in uns ist. C.S. Lewis hat mal gesagt, wir sollen das vor Gott bringen oder zu Gott bringen, was in uns ist und nicht das, was in uns sein sollte. Manchmal denken wir, Gott versteht mein Gestammel nicht, mein Schreien nicht, mein Weinen nicht, mein Klagen nicht. Gott versteht es sehr wohl und er akzeptiert es auch, wenn wir beten, so wie wir sind. Ja? Wir brauchen nicht das Gott vorsagen, vorbeten, was in uns sein sollte, weil es fromm klingt oder gut klingt, sondern wir können einfach das sagen, was in uns ist. Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Ich schließe mit Gedanken von Hans-Joachim Eckstein. In seinem wunderbaren Buch Himmlisch-Menschlich schreibt er unter der Überschrift Verlass dich auf mich. Glauben bedeutet verlassen, um zu finden, ablassen, um zu beginnen, loslassen, um zu ergreifen, sich verlassen, um sich zu gewinnen. Eben sich selbst auf Gott zu verlassen, um in ihm geborgen und gelassen zu sein. Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Ich wünsche uns heute so einen Moment, wo wir Gott erleben. Amen. Thomas, danke.